Hi. Das Thema des Vortrags heute ist Arbeit in Investigativstaaten. Ein Betroffenenbericht angekündigt als From Pyongyang with Love. Warum der ursprünglich so hieß, das werdet ihr gleich sehen. Hi. Ich bin Lino und beruflich löse ich Probleme mit Computern und so. Und professionellere Enterprise-Menschen als ich würden das als Consulting bezeichnen. Ich mag das Wort nicht wegen dieses Comics. Aber letzten Endes ist es genau das. Und das heißt, es gibt irgendwo Probleme und ich löse die. Und an irgendeinem Punkt ist das alles völlig außer Kontrolle geraten und seitdem lebe ich so mein halbes Leben lang im Zug. Das bin ich. Und das daneben ist mein Wohnzimmer. Das ist mein Bewegungsprofil des letzten Jahres. Und hier so am Rand sieht man so eine Linie, so eine andeutungsvolle Linie. Und die Geschichte dieser grünen Linie, die erzähle ich euch jetzt. Das ist eine kleine Reisegeschichte. 2007 kam ein Kinofilm auf den Markt. 39,90 oder auf Französisch 99 francs. Das ist Octave Parangot, der Protagonist, Antagonist des Films. Es geht um die Werbebranche und wie relevant oder irrelevant diese Werbebranche ist. Und es wird halt vielleicht realistisch, vielleicht überspitzt dargestellt, wie die französische Werbebranche zu dieser Zeit funktioniert hat. Aber alles, was ich über die Werbebranche weiß, habe ich von dem Film gelernt. Und naja, das ist auch aus dem Film. Das auch. Und außerdem vermittelt dieser Film so den Eindruck von einer Welt, die nicht nur aus Drogen besteht, sondern auch aus rauchenden Franzosen, die auf dem Segway durch ihr Büro fahren. Das ist das, was in meinem Kopf vorgeht. Ich komme eigentlich aus dem Bankenbereich, kenne die Werbebranche überhaupt nicht. Aber das war immer in meinem Kopf, wenn ich an die Werbebranche dachte bisher. 2014 bekam ich das, was ich schon immer wollte, ohne es jemals zu wissen. Nämlich einen Agenturjob. Und diese Firma hat so ein Newsletter, wo die neuen Mitarbeiter announced werden. Und das war mein Foto. Und so voller Erwartungen, so was die coolen Partys angeht und hemmungslosen Betäubungsmittelkonsum und so, bin ich da hingegangen und es war total langweilig und ich durfte irgendwie für eine große Band eine Webseite bauen und dann hinterher immer schwierigere Probleme lösen. Wobei tatsächlich bei der Bandwebseite eine fette Party rausgesprungen ist. Das ging dann irgendwie so weiter und dann war irgendwann 2015 und 2015 kriegte ich eine Frage gestellt von jemandem bei meinem Arbeitgeber, nämlich, willst du nicht nach Frankfurt? Hi, ich bin aus Hamburg. Meine Erwartungshaltung war so, eine Agentur, das ist Mad Men, großartige Serie, plus Frankfurt am Main, gleich das, was ich in Hamburg nicht gefunden habe. Richtig schlimm. Guess what? Die Realität ist viel langweiliger. Was ich bekam, so Vorsicht, wer irgendwie so Consulting geschädigt ist, posttraumatische Belastungsstörung von Kobol oder so hat, Ohren zu halten. TLDR, es war irgendwie ein Bankprojekt, so Status. Und wir hatten so coole Buzzwords wie Wicked, J2EE, Oracle, Spring, eigene Frameworks, die wir gebaut haben, haufenweise Soap, so kurz und gut. Herausforderung im Stack. Da stand eigentlich etwas wesentlich weniger Freundliches, aber dann dachte ich mir, vielleicht tun mir die Kollegen leid, die das später mal sehen und das gebaut haben, so ist ja kein Fingerpointing hier, aber belasten. Aber
Ja, wie das halt immer so ist mit einem guten Team und sehr viel Arbeit und extrem vielen Überstunden, haben wir das irgendwie hinbekommen und der Kunde wollte dann irgendwie doch nicht weg. Und 2 Jahre später und irgendwie so gefühlt Überstundenkönig der ganzen Firma, habe ich dann gekündigt, weil ein Kumpel von mir einen guten Job angeboten hat. Und ich war so, ja, nehme ich. Und der Kunde. Dann habe ich gekündigt. Und der Kunde so, ja, belastend. Zeit, das Projekt ins Ausland zu verlegen. Und ich so, ja, das finde ich cool. Ich glaube, dann bleibe ich noch 3 Monate so. Also bin ich dabei. Und so kam es dann, dass ich auf einmal so ein Visum im Pass kleben hatte. Und jetzt kommt der eigentliche fachliche Teil. In dem Moment, wo so etwas kommt, was du noch nie gemacht hast, fragst du natürlich erstmal als guter, obrigkeitshöriger Angestellter deinen Chef. Was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung, das haben wir noch nie gemacht. Stellt sich später raus, wir haben das schon gemacht. Er wusste es nicht mehr, das war schon so lange her. Aber wusste eigentlich keiner Bescheid. Ist ja auch nicht so das alltägliche Thema. Auf jeden Fall fiel dann so der Satz, also ich stelle mir das jetzt so vor, du nimmst einfach deinen Rechner, du fliegst dahin und dann machst du da, was sie von dir verlangen und dann kommst du wieder zurück und alles ist gut. Und ich habe ein ganz gutes Gedächtnis und ich erinnerte mich, dass Indien, also mein Arbeitgeber so, ja, YOLO, du hast ja einen Rechner dabei, was soll schon passieren? Der ist ja gecryptet, so gemäß aller Vorgaben, wenn ihr den in einer Cloud, NP, und ansonsten, ja, ne, passt schon. Weil, ja. Ist gut. Aber glaube ich nicht. Mache ich nicht. Dann bin ich zu meinen wunderbaren Kollegen in der IT-Sicherheit gegangen. So, das ist ganz selten, dass ein Unternehmen in der Größe so eine IT-Sicherheitsabteilung hat, wo wir nur ganz, ganz wunderbare Kollegen sitzen, die halt auch wirklich das Prinzip verstehen und nicht irgendwie nur ihren Job tun, um Checkbox in irgendeinem ISO-Zertifikat zu sein, sondern die machen auch mal die Hose auf und pinkeln irgendwo gegen. So, das ist ganz gut. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ey Leute, das wurde mir gerade gesagt und die so, was? Und in der Zwischenzeit habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich mich daran erinnerte, dass Indien, ich glaube, als erstes Land Research in Motion, also die Firma hinter BlackBerry, das sind für die Jüngeren hier so richtig enterprisey Telefone mit so Hardware-Tastaturen, so, da funktioniert überhaupt nichts drauf, aber Leute in Anzügen finden das cool, die zu tragen und Admins auch. Also, und die galten immer als sicher und dann gab es irgendwann das iPhone und seitdem ist langsames Sterben so. Und RIM hat immer gesagt, unsere Krypto ist sicher. Und dann kam ein indisches Gericht und hat gesagt, RIM, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du lässt uns da rein und machst uns die Krypto auf. Oder du bist raus aus Indien. Und Indien ist ja nicht so ein kleines Land und als Wachstumsmarkt natürlich auch super interessant für die. Und die so, ja, wir sagen zwar immer, wir sind sicher, aber liebe Indier, liebe Inder, wie tief sollen wir uns bücken? Und die so, richtig tief. Und dann habe ich geguckt, wie kann das denn überhaupt sein? Wie haben die das begründet in ihren Unterlagen? Ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung von indischem Recht, aber es gibt ja Kommentare zu diesem Urteil und so weiter. Ich bin full Aluhut gegangen, weil ich so dachte, im Zweifelsfall ist da irgendwas, was Krypto verbietet oder Krypto ohne staatlichen Key. Und das wäre ja ein bisschen scheiße, wenn ich da aufschlage mit einer Festplatte, die gekryptet ist und die können irgendwas gegen mich konstruieren, so. Du gehst jetzt hier in den Knast, bist du irgendwie, also ne, wird natürlich niemals passieren. But you never know. Ich meine, wenn du ins Ausland gehst, dann solltest du versuchen, dort keine Gesetze zu brechen.
So, das solltest du auch tun, wenn du nach Österreich gehst, aber das solltest du gerade tun, wenn du in ein Schwellenland gehst wie Indien oder Nordkorea oder Amerika. So, US of A. Also, habe ich nachgeguckt, stellt sich raus, es gibt in Indien einen Telecommunications Act. Und dieser Chapter 69 hat hier so ein bisschen Legalese, was letzten Endes bedeutet, dass die Regierung, was auch immer das heißt, also die District und State Governments können Kooperation verlangen für jeden Teilnehmer oder Zwischenmenschen oder irgendeine Person, die so Verfügbarkeit über eine elektronische Anlage hat, also auf die Computer Resources, ist sehr weit gegriffen, das heißt halt auch Telefon, das heißt halt auch Set-Top-Box, so Worst Case, in Decrypting Information, so. Das heißt, du musst, wenn der Staat das möchte, kooperieren, deine Krypto aufzumachen. Failure to comply is punishable by up to 7 years imprisonment and or a fine. Ja, fuck. Das ist ja total die Zwickmühle. Gehe ich zu der Dame, die das organisiert hat bei uns so mit der Reise und sage ihr so, ja, also ich habe ja die Zwickmühle. Also ich habe auf der einen Seite unterschrieben, alle meine Daten, die von dieser Firma kommen, müssen immer gecryptet sein, damit ich nicht irgendwie meinen Laptop besoffen bei Starbucks liegen lasse und irgendjemand freut sich dann über die ganzen Kundendaten. Also das ist ja doch ein bisschen 1995. Und wenn ich jetzt aber dahin gehe, hinfliege und ich habe Krypto und die finden das, dann habe ich ja ein Problem. Also was mache ich? Und die so, hups. Wer den Film Startup gesehen hat, diesen ganz furchtbaren dritten Teil, Pseudoteil von Hackers, der kennt das vielleicht, wo der Firmenboss irgendwie Leute umbringen lässt, aber nie sagt, bring den um. Sondern er sagt zu seinem super Schlägerteam, überrascht mich, wie ihr dieses Problem beseitigt. Und so ähnlich war auch die Reaktion von meinem Chef, so wie so oft, so, ich weiß nicht, wie du das lösen wirst, aber du machst es, aber vielleicht will ich nicht allzu viel darüber wissen. Und ich habe mir überlegt, okay, verstecken wir das einfach. Ich meine, im Zweifelsfall so, wenn die meinen Laptop mir wegnehmen und anfangen, da irgendwie forensisch dran zu gehen, dann habe ich sowieso ein Problem. Es muss ja einfach nur so gut sein, dass ich irgendwie im Zweifelsfall, wenn mich jemand fragt, ein System booten kann, wo die aber nicht auf die Confidential Data, die ich auf gar keinen Fall rausgeben darf und will, zugreifen kann. Ne? Also, was mache ich? Dann erinnerte ich mich in einem etwas weniger klaren Moment an einen anderen Chaos Communication Congress, wo es einen Vortrag gab über das nordkoreanische Betriebssystem Red Star OS. Ich weiß nicht, ob hat den irgendjemand hier gesehen? Ich glaube, es gab sogar zwei. Einige. So, also Red Star OS ist so Linux-Zeug und alles ist ganz wunderbar. Und die haben halt so einen macOS-Klon gebaut und haben allerhand weirden Shit gebaut, um Dinge zu verstecken vor den Usern. Also es gibt einmal Red Star OS und es gibt einmal so eine Android-Tablet-Version. Die haben auch einen sehr interessanten Software-Stack für versteckte Partitionen und so. Und so der offensichtliche Gedanke, dass man irgendwie zwei Krypto-Partitionen nimmt, also so hatte ich das früher halt auch, dass man irgendwie zwei Krypto-Partitionen hat und anstatt, dass man jetzt in den Bootloader reinschreibt, nimm mal irgendwie Lux, um das zu mounten auf der Partition, bastelst du halt noch ein Skript davor, was im Prinzip fragt, hey, gib mal hier dein Krypto-Passwort. Und dann kannst du halt dein Krypto-Passwort eingeben und kriegst dann halt deine normale Partition. Wenn jetzt aber der Cop vor dir steht oder der Gangster oder der Staatsanwalt, ja, oder sonstige bedrohliche Leute, Donald Trump oder so, und die sagen, hier, wir wollen jetzt an deine Daten. Und dann sagst du, ja, kein Problem, aber da ist jetzt nicht so viel, weil ich habe den Rechner gerade neu aufgemacht, aber mein Passwort ist zufälligerweise, ihr werdet mein Passwort niemals bekommen, ihr dreckigen Bullenschweine 42.1337.
Und dieses Skript, was es halt tut, ist, es geht durch die einzelnen Kryptopartitionen und probiert das Passwort durch. Wenn du halt ein normales Passwort eingibst, dann nimmt das halt aus der ersten Kryptopartition, nimmt das halt die erste Kryptopartition und bootet dann halt dein Linux-System und bei dem anderen halt das, was du vorzeigen willst, was clean ist, keine Ahnung, OS2 oder so. Ne, so was total Unverdächtiges. Aber das war mir alles zu blöd, weil ich mir dachte, wenn die dann wirklich da rangehen, dann brauchen die einfach nur in meine FS, also in meine Partitionstabelle gucken und sehen ja schon, dass da irgendwie was drin ist. Das ist ja Rotze, so das. Und in einem der total klaren Momente, die ich hatte, dachte ich mir, seriöse Krypto ohne NSA kann natürlich nur einer liefern. Also jetzt kommt nicht das, was ihr erwartet. Nämlich Kryptochef. So, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Kryptochef, super, super Typ, Ehrenmann, Kernstück der deutschen Kryptografie-Szene. So, er verkauft Schlangenöl, ist egal so, ne? Ist scheiße so. Richtig sad. Zero Cred, braucht keiner. Nein, also das stimmt gar nicht, denn wirklich seriöse Krypto ohne NSA kann nur eine andere Person liefern. Nämlich diese. In diesem einen RedStar OS Talk wurde nämlich erwähnt, dass es da eine RSA-Implementierung gibt. Und die wahrscheinlich die einzige RSA-Implementierung auf dieser Welt ist, wo die NSA bei der Entwicklung keine Finger im Spiel hatte. Und das ist sogar sehr glaubwürdig, wenn man ein bisschen weiß, was in Nordkorea so abgeht. Die haben da halt tatsächlich so Unis, wo die Leute programmieren lernen auf ihren komischen Systemen und dann über Mittelsmänner in den Westen verkauft werden als IT-Sklaven. So richtig, richtig, richtig belastend. Aber ne? North Korea, West Korea, so let's give it a try. Als logische Konsequenz habe ich RedStar OS installiert. Das ist auch ganz witzig so, wenn man dann bei der Bank sitzt und VMware irgendwie offen hat. Und dann ist der RedStar OS und die fragen, was ist denn RedStar OS? Das habt ihr nicht gesehen. Dann habe ich vielleicht mal mit ein paar Kollegen gesprochen und habe denen so gesagt, so, was ich gerade so mache. Und die sind so, Digga, was hast du denn für einen Crack geraucht heute? Bist du eigentlich völlig irre? Und ich so, wir hatten einen Kompromiss gemacht. Und zwar, ich lasse den ganzen Nordkorea-Quatsch weg, weil wenn irgendwas passieren sollte, also die Software macht eigentlich überhaupt nichts, das wurde hinreichend untersucht so. Selbst wenn die nach Hause telefonieren wollten, die nordkoreanische Netzinfrastruktur ist halt einfach nur so ein IPv4, Klasse C-Netz. Und wenn du nicht drin bist, dann kommst du da nicht rein. Es gibt kein Routing, es gibt kein Peering, gar nichts. So. Also selbst wenn die nach Hause telefonieren wollten, egal. Aber musste ich halt Standarddinger nehmen, habe dann halt so einen doofen File-Container genommen. Kannst du halt mit Lux kannst du genauso gut eine ganze Festplatte mounten, aber auch natürlich eine einzelne Datei. Und wie kann man eine große Datei seriöslich verstecken, sodass eine flüchtige Untersuchung von einem indischen Grenz-ITler da das übersteht? Ja, als Swap-File so. Lol, ich meine, was sollen sie machen? Ne? Ist halt Random Data Swap. Klingt plausibel. Aber es war mir nicht gut genug. Ich neige so ein bisschen zur Übertreibung bei solchen Sachen. Und ich habe dann natürlich auch das ganze Krypto-Tooling entfernt, so aus der Maschine, dass die Leute dann nicht irgendwie anfangen, so, ja, gucken wir mal so in seine Bash-History oder was hat er denn hier am Laufen? Hat er denn hier irgendwie so Krypto-Tools installiert und so? Vielleicht sind da ja gute Leute dabei, man weiß das ja nie. Ich meine, nur weil man aus Deutschland kommt und die Leute im öffentlichen Dienst halt eher so nicht immer ganz so gute Arbeitsergebnisse laufen. So, vielleicht ist da jemand am ersten Arbeitstag und motiviert oder so, man weiß nie. Deswegen halt irgendwie verstecken in einem anderen Befehl. Ich habe jetzt geschrieben Emacs-Command, in Wirklichkeit war es wahrscheinlich was anderes. Ich würde ja hier nie etwas Belastendes rausgeben, aber halt auch so, dass wenn du es gemountet hast und es passiert halt irgendwie nichts, dann soll es halt rausfliegen. Das ist ja easy. Dann, als ich mir so überlegt habe, wie ich das mache, war dann noch die Frage, wie mache ich es dann so hardwaremäßig? Ja, Hardware.
mit unserem geilen IT-Security-Dude gesprochen, so, hey Ingo, er meinte so, ja, nimm doch Chromebooks. Und ich so, ja, aber Entwicklungsumgebung ist vielleicht nicht so easy, weil Legacy, bla bla. Und dann so, ja, dann kauf doch ein MacBook und ist ja im Budget locker drin. Und so andere Leute, die vielleicht so ein bisschen auf die Zahlen gucken, waren so, Moment, du sagst mir gerade, ich soll einen Rechner kaufen, damit wir ihn hinterher wieder wegschmeißen. So, ah, maybe not. Geworden ist dann halt irgendwie, ja, das ist der Rechner von dem alten Teamleiter, der gegangen ist, hier, nimm mal so. Ist auch ein ThinkPad, also wirst du mit zufrieden sein. Und ich so, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Hi, das ist das ThinkPad-Twist. Es heißt ThinkPad, aber es ist wirklich so der hässliche kleine Bruder vom ThinkPad. Also das ist eher so ThinkPad Edge. Das ist so, kannst du halt drehen, hast du so ein Touchscreen. Und aber ich dachte mir so, ja gut, machen wir aus der Not eine Tugend und legen nochmal eine Schippe Weirdness oben drauf auf diesen Rechner. So, das Ding ist richtig scheiße. Ich habe versucht, Linux zu installieren. Also so einen Rotz habe ich noch nicht gesehen. Linux kommt mit der Hardware einfach per se nicht klar, weil irgendwas einen USB-Treiber zerschießt. So, ich habe dann mit Mühe und Not ein BIOS-Update gefunden. Das ganze Ding wirkt dann einfach so unsolide und so wackelig und richtig, richtig, richtig scheiße. Aber es ist eigentlich auch ziemlich geil, weil damit sehe ich halt aus wie irgendein verdrufter Vollidiot, der in Indien irgendwie auf Rucksack-Touristentour ist und sich keinen richtigen Rechner leisten kann. Also gute Entscheidung von meinem Boss, finde ich gut. Das Display ist so drehbar und man kann da mit so einem Stift irgendwie drauf malen und Touch und so und ist egal, brauche ich ja nicht. Aber man hat so extra Buttons an der Seite. So. Auf der einen Seite ein Power-Button, auf der anderen Seite kann man dann irgendwie so den Display eigentlich spiegeln und irgendwie verhindern, dass wenn der Gravisensor merkt, dass du das drehst, dass sich das Bild dann dreht oder irgendwie. Ne, so Bullshit-Funktionen, die ich sowieso nicht brauche, weil Konsole ist King. Und vor allem, bestes Ding, es hat einen Mini-Display-Port, aber kein Thunderbolt. Ja, so MacBook, so wie hier, solides Produkt, Security-Nightmare des Todes, kommt irgendein Idiot mit vorbereiteter Hardware, steckt das mal eben in den Thunderbolt, gibst du mal eben dein komplettes System raus, kann machen, was er will, kann irgendwelche Drecks-Software auf deinen Rechner in die Firma rein programmieren oder so. Richtig blöd. Das Device ist dafür einfach zu scheiße. Geil. Firewire gibt's auch nicht. USB 3 gibt's. UEFI gibt's, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig, wie man das wollte, weil eigentlich kann man ja noch so richtig coole Sachen damit machen, aber der hat irgendwie Arbeit verweigert, wie irgendwie so ein deutscher Beamter kurz vor der Pensionierung. Aber es war okay, ne? Ich habe mich dann da voll drauf eingelassen und hab mir eine security-orientierte User Experience überlegt. Ich bin sowieso immer so ein Freak und wenn ich irgendwelche Tasten habe an meinem Notebook, dann belege ich die mit irgendeinem Shit. Also so bei meinem alten ThinkPad gibt es ja dieses ThinkPad-Button, diesen blauen Button. Und ich habe mir dann da, so wie Stefan Raab, so Soundclips drauf gelegt. Großartig bei Meetings, das ist, niemand erwartet das. So. Clay Davis von The Wire, falls jemand The Wire kennt, mit seinem Shit auf so einem Button. Meeting, Shit. Was war das? Keine Ahnung. Super. Aber dann habe ich mir überlegt, was will ich überhaupt avoiden mit dem Ding? Was ist so Worst Nightmare, was mir passieren kann mit den ganzen Daten? So. Ich meine, das Beste, was mir passieren kann, ist, das Ding ist aus und irgendjemand klaut es. So. Ne? Restwert im Buch wahrscheinlich irgendwie minus 500 Euro. Wenn man es realistisch betrachtet, solche Hardware ist eher Risiko als Anlage, ist egal, dann ist es weg, die Daten sind gecrypted, easy. Was könnte passieren, so jemand entreißt mir das Notebook, während es an ist. Ja, belastend. Und halt so alle möglichen Sachen, inklusive der typischen Hackerfilm-Situation, so ich sitze irgendwo und jemand sagt so tipp, tipp, und hier, ich bin hier von der Einwanderungsbehörde und sie haben ja gerade so den Rechner schön offen. Zeigen sie den nochmal her, so, und dann hast du irgendwie gecryptete
also deine Encryption offen und Rechner an und Screen unlocked und so, und das ist ja schon ein Nightmare, selbst wenn das Ding so blöd für Thunderbolt ist, also da, das macht es sehr einfach für die Leute, deine Daten zu bekommen, die du nicht hergeben willst. Also habe ich dann eingestellt, so mit Laptop-Mode und diesen ACPI-Events, weil diese coolen Buttons, extra Buttons waren freundlicherweise ACPI-Events. Dann kann man halt einfach in Linux in die Event-Scripts, da gibt es dann halt so Scripts wie Laptop-Deckel wird geschlossen, und da kann man dann reinschreiben, mach jetzt halt das und das. Eigentlich soll das dann sein, so, keine Ahnung, schick eine SMS an den Typen, jemand hat gerade dein Laptop zugeklappt, oder halt solche Everyday-Use-Cases. Ja, ich habe das dann halt so gemacht, ich dachte mir, wenn man den Rechner zuklappt, dann will ich nicht, dass das Ding irgendwie einen Shutdown macht oder in Standby geht, sondern ich will, dass das aus ist. So, instant off. Das ist nicht ganz so einfach, das hinzukriegen, aber es geht. So, wenn man jetzt aber mal irgendwie aus dem Meeting geht oder keine Ahnung, da gerade einer an dir vorbei will und du willst das Laptop irgendwie zusammenfalten, aber nicht irgendwie zumachen und willst deine Session behalten, kannst du ja den Bildschirm drehen. Voll geil. Drehst du den Bildschirm, klappst du zu, Rechner bleibt an, Tastatur ist geschützt, kann nichts passieren. Okay, die Leute können halt sehen, was auf dem Bildschirm ist, kannst aber auf dem Event einfach sagen, hier, blank den Screen out, und dann sieht man halt auch nicht, dass da ein laufender Rechner ist, sondern sieht einfach tot aus. Und das allerbeste Feature, wenn man das Stromkabel abzieht, ohne die Screen Lock, also eine von diesen Sondertasten zu drücken, die über dem Stromkabel ist, also es ist sehr intuitiv, das zu tun, dann geht das Ding einfach aus. So, das ist halt die Diebstahlsicherung. Wenn du irgendwie mal aus Dollargründen dumm genug warst, deinen Rechner irgendwo angeschlossen stehen zu lassen und wegläufst, und irgendwer denkt sich, oh, Laptop. Ich meine, gut, kein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde ein ThinkPad Twist klauen. Niemand würde es tun, und wenn er es tun würde, so die Frustration, diese Zeit investiert zu haben, dieses Ding mitzunehmen, so, das wird diese Leute haunten bis ans Ende ihres Lebens. So. Weißt du noch damals, als ich das Laptop geklaut habe, was der Typ da stehen lassen hat? Ja, das war richtig scheiße. Ja, ich nie wieder. Crime doesn't pay. Ja, okay, also, ne, sowas habe ich da irgendwie dann dran gebaut und noch irgendwie ein paar Tastenkombinationen, dass man halt auch ohne auf den Stromschalter drücken zu können, so mit Steuerung Alt, Shift und Y oder so, die Karre irgendwie runterfahren konnte. Also so auch instant off, falls mal jemand kommt und du jetzt nicht an den Stromschalter greifen willst, aber so, wenn du 10 Finger schreibst, hast du die Hände ja immer an der Tastatur. Ja, so paranoid bin ich. Ja, hätte ich einen Psychologen, der wird sich ja richtig freuen. Ja, und natürlich brauche ich auch noch Software. So, da bin ich total dogmatisch als Mac-User. Minimal Arch Linux, so. Gar nichts anderes. Das ist richtig cool, denn ich hatte vorher schon Erfahrungen gemacht, so, wenn du so Minimal Arch hast und auch gar nichts automatisiert hast, so jedes Mal X starten musst und vielleicht am besten noch irgendwie deine IP-Adresse in den Kernel patchen, so, ne, weil das ist ja total easy. Aber das sorgt halt dafür, dass das System für andere Leute komplett nutzlos ist. Ich habe bei meiner Firma teilweise den Leuten mein ThinkPad in die Hand gedrückt und habe mit denen gewettet, dass sie es nicht mal schaffen, irgendwie einen Browser aufzumachen. Und das hat funktioniert. Aus anderen Gründen ist es auch manchmal ein bisschen unpraktisch, weil ich hatte halt einen Rechner da rumstehen, und während ich in Indien war, war irgendein Notfall und die mussten den Rechner benutzen und waren so, was ist das denn? Das ist einfach nur schwarz. Introducing i3. Dann haben sie irgendwann rausgefunden, dass es i3 ist, und haben tatsächlich gegoogelt und so. Und dann haben sie sich hinterher bei mir beschwert und haben mich gesagt, ja, tut mir leid, ich habe eine Anleitung ins Wiki geschrieben, hätte ich dir mal gelesen. Start in der Konsole. Hier Special Features, Tastenkombinationen zum sofortigen Shutdown. Ach so, andere Tastenkombination noch mit einer weiteren Taste macht, bevor der den Shutdown macht, nochmal so ein DD auf so einen speziellen Block von der SSD. Und dann werden die einfach sehr viel Spaß damit haben, diese Partition jemals zu entschlüsseln. Weil dann ist einfach vorbei. Und halt, wenn du irgendwie die Kiste 10 Minuten rumstehen lässt, egal ob am Strom oder nicht, dann schaltet sie sich halt aus. So. Was habe ich sonst noch gemacht außerhalb der
Hardware- und Software-Sicherung, also auf Hardware, achso, dass ich hier nicht in den Folien drin stehen habe, ne, man kann unter Linux auch unter bestimmten Umständen so konfigurieren, welche USB-Devices erlaubt sind, so sowas ist generell sehr notwendig, aber ich hatte irgendwie nicht die Zeit dazu. Manche Rechner unterstützen das auch so im UEFI, direkt zu sagen, so diese und diese und diese Device-Klassen, lass sie gar nicht erst ran, nur todesunseriös, wollen wir nicht. Und ich habe natürlich überlegt, so ich schleppe jetzt nicht mein Telefon rum, wo irgendwie meine Corporate Credentials drauf sind, sondern halt so eigene Mailadresse für unterwegs eingerichtet, ne? Keine offenen Sessions gehabt auf irgendeinem Rechner, den ich dabei hatte, keine VPN-Keys am Start, außer halt irgendwo vielleicht in einer Krypto-Partition. Dann habe ich überlegt, wenn ich irgendwie da bin und es passiert irgendwas, was mache ich denn dann? Also, ne, so Worst Case, wir kommen da irgendwie hin und keine Ahnung, die Welt ist untergegangen oder so. Und freundlicherweise hat Mario hier vorne mir kurz vorher noch Zeit der Kannibalen gezeigt. Das ist so ein Kinofilm über internationale Wirtschaftsverbrecher, so Unternehmensberater, Consultants, wie sie irgendwie Entwicklungsländer auseinandernehmen, und die finden in diesem Film ein nicht so ganz so gutes Ende und so Paranoia triggert. Ich meine, hey, ich halt einen Talk auf dem Chaos-Event, natürlich bin ich paranoid, so ich habe nur meinen Aluhut gerade zu Hause vergessen, weil ich auch verpeilt bin. Okay, was ist denn so das Erste, was ich so denke, wie kriege ich irgendwie einen sicheren Kanal nach Hause? Weil es war mir total unklar, ob ich überhaupt irgendwie Roaming habe da, ob meine SIM-Karte da funktioniert. Und ich habe dann so gedacht, okay, easy, kaufe ich mir halt da eine SIM-Karte, ja, fuck off. Also wer glaubt so, dass deutsche Prozesse bürokratisch sind? So, geh mal nach Indien, so, richtig geil. Dann gehst du in den Vodafone-Shop, da stehen dann irgendwie drei Leute. Ich hätte gerne eine SIM-Karte. Sagen, ja, kein Problem, hier ist die SIM-Karte. Und jetzt brauchen wir noch eine Gasrechnung, dann brauchen wir irgendwie eine Bestätigung vom Arbeitgeber, dann brauchen wir irgendwie bla bla bla. Ja, aber ich wohne gar nicht in Indien, ich bin ja im Hotel. Also pff. Da gibt es ein extra Formular, das muss da und da und da gestempelt werden und dann da zwei Fotos reinkleben und Farbkopie vom Pass, Vorder- und Rückseite. Machen wir eine Farbkopie in Indien. Und dann haben wir das irgendwie gemacht und hatten irgendwie so Internet, aber ich dachte so, was, wenn das nicht funktioniert? Ich will ja irgendwie einen Rückkanal haben. So. Ich muss mich ja irgendwie zu Hause melden können, wenn es irgendwie richtig brennt. Und als Nerd denke ich natürlich so, gibt's ja bestimmt irgendwie so, ne, Amateurfunk oder nehme ich ein Satellitentelefon oder gibt bestimmt Public WLAN in Indien überall, hab mir gehört, die sind so modern und so. Amateurfunk, Setphone, ja, ist illegal. Darfst du nicht besitzen, darfst du nicht einführen. Krypto übrigens auch nicht so. Belastend. Also notfalls gibt es ja irgendwie öffentliche Telefone oder Post oder so, aber es war alles sehr unzufriedenstellend. Aber letzten Endes habe ich gedacht, da sind ja sowieso nur die Stimmen in deinem Kopf, die da reden. Das wird schon irgendwie klappen. Und sonstige Überlegungen, die ich hatte, war irgendwie Gesundheit. Bin dann zu meinem Impfarzt gegangen und der dachte erstmal, ich sei Impfgegner. Mein Impfpass war irgendwie seit irgendwie 15 Jahren nicht mehr angefasst worden und hat mir auf einen Schlag irgendwie alle zwei Wochen ein Date so gefühlt, so sechs Wochen vor Abfahren. Das war auch sowieso geil, so hey, geh mal nach Indien in sechs Wochen. Und ich so, ja, also ich wohne zwar nicht in Berlin, aber in Hamburg haben wir auch Terminvergabe beim Bezirksamt. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber irgendwie ging es dann doch. Ja, und dann sind wir los. Ich habe alles minutiös geplant und habe meine ganzen Krypto-Sachen alles super versteckt, alles dabei gehabt, was ich nicht dem Land davor zeigen wollte. Und in dem Moment, wo irgendwie der Fahrer von der Fluglinie mich abgeholt hat, so fing ich dann an, so scheiße, was wenn ich irgendwas nicht bedacht habe. So, freundlicherweise auch die Reise in so ein super, super tolerantes Land, über so ein super tolerantes Land geleitet, Abu Dhabi. Das Witzige an Abu Dhabi ist zum Beispiel, die haben so total exorbitante Gesetze, was zum Beispiel Betäubungsmittel, also ich habe da nichts mit zu tun, aber wenn eine Person in Abu Dhabi mit Betäubungsmittel erwischt wird,
dann gibt es nicht irgendwie wie in Deutschland so eine minderschwere Menge oder so. Nee, nee, das ist scheißegal. Du kommst für 4 Jahre in den Knast und dann gucken wir mal so. Und das Witzige ist, die haben etwas, das nennt sich Terahertz-Spektrographie. Das sind im Prinzip so wie diese Nacktscanner, nur zur Bestimmung von Substanzen. Und deswegen gibt es diese total witzigen Freak-Cases aus den Emiraten, so ne, Abu Dhabi, Katar, Dubai, wo irgendwie einer in einer Business-Class-Lounge von British Airways in London ein Mohnbrötchen gefrühstückt hat und noch so ein Mohnkörnchen auf seinem Kragen hatte. Er geht nichtsahnend in Dubai irgendwie durch den Terahertz-Spektrographen und die sagen, boah, Digga, der hat aber den Arsch voller Heroin. Ja, und die Leute, die stellen halt auch keine Fragen. So, dann geht's erstmal in den Knast und dann, weil er sowieso Mindeststrafe und das Gerät hat ja gesagt, ist dann erstmal so konfrontiert und das finde ich total belastend. Und dann habe ich mich daran erinnert und dann habe ich versucht, mich abzulenken. Ja, es geht super. Und wenn man dem Personal im Flugzeug sagt, so gib mir nur harten Alkohol, dann machen die das auch. Und dann kriegst du auch Essen und du denkst so, hey cool, endlich mal ein Glas Wasser, weil ich bin jetzt schon richtig besoffen. Ja, ist das Gin so, aber ohne Tonic. Haben die richtig gut gemacht. Habe ich mich richtig volllaufen lassen, habe dann irgendwie gesehen, hey, ich bin über Bagdad, da unten sterben Leute. Total Endzeitstimmung, perfekt. Ja, hi. Achso, ne, natürlich so Dresscode, Nerdshirt. Bank so, ja, hier, ne, Hemd, Business Casual. Ich so, ja, pff. Ja, hat geklappt. Dann sind wir in Abu Dhabi, da durfte ich keine Fotos machen, irgendwie umgestiegen. So. Ich so, oh, richtig am Schwitzen, so. Hoffentlich kriegen die mich nicht so. Sind dann nach Indien geflogen. Und ich bin richtig gestorben. Ich war in diesem Flugzeug, irgendwie Sitz 1A. Dachte so, das wird alles auffliegen. Die werden CSI Cyber India an der Grenze stehen haben. So, mit modernstem Forensik-Equipment. Nur um mich zu basten. Das wussten die ganz genau, dass ich komme, die Schweine. Richtig belastend. Und dann war das so ein Kackflug irgendwie so in Abu Dhabi los um 4 Uhr und dann haufenweise Inder und die alle so hoch, am Schlafen, noch bevor das Flugzeug überhaupt gestartet ist, alle nur am Schlafen, inklusive den Kollegen, den sie mitgeschickt haben, um auf mich aufzupassen da in Indien. Und dann kam so dieser Steward von der Fluglinie und meinte so, ja, wir haben jetzt ein Problem, ey. Ich bin hier Cabin Steward für die erste Klasse und mein Job ist so, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, weil du bist der Einzige, der irgendwie gerade wach ist. Und ich so, ja, ich bin ein total einfacher Mensch, so, du gibst mir harten Alkohol und ich bin richtig glücklich. Und das hat er gemacht, so 4 Stunden lang. Erwähnte ich meine pathologische Flugangst? Richtig cool. Ja, und dann kommen wir so in Indien an, landen da irgendwie und zum Glück nicht ganz so heiß wie in Abu Dhabi. Und ich immer noch so mit so ein bisschen Restherzklopfen und tatsächlichen Schwierigkeiten, einen Fuß seriös vor den anderen zu setzen, weil ich richtig sturzbetrunken war. Was perfekt ist, wenn man irgendwie Schiss hat davor, kontrolliert zu werden. Und ist auch total unverdächtig. Und ja, dann kommen wir da so hin und Immigration ist halt so ein Haufen Inder, die latschen da irgendwie durch, weil sie ja irgendwie Native sind und in Pune ist jetzt auch nicht so der Tourismus, also gefühlt waren wir die einzigen 2 Weißen in der Stadt, also das stimmt nicht ganz, aber gefühlt war es auf jeden Fall so. Ja, und dann standen wir da und haben irgendwie angestanden, ich leg so meinen Pass auf den Tisch und der Inder, so der gefühlt gerade aus dem Schlaf gekommen ist, in so einem Flughafen, der noch schäbiger ist, als Lübeck es früher mal war. Also so ein, eigentlich ist das ein Armeeflughafen, und haben hier so eine Baracke drauf gebaut und irgendwie ein paar Läden reingebaut und das ist jetzt der International Airport. Und da landet dann irgendwie eine Maschine aus Abu Dhabi und eine Direktmaschine von der Lufthansa, die irgendwelche VW-Leute hin und her fliegt, wo in den Reviews drin steht, wenn ihr Bock darauf habt, von total peinlichen, angesoffenen VW-Managern vollgekotzt zu werden, dann fliegt mit diesem Flug. Und deswegen Abu Dhabi so. Aber egal, wir kommen dahin. Er so, ja, schön hier, ihr Pass. Ja, jetzt haben wir nur noch ein Problem.
Und so in meinem Kopf sehe ich mein Leben an mir vorbeizischen, mich in einer indischen Gefängniszelle sitzen, bis ich diesen Kryptocode rausrücke. Und wenn ich das tue, weiß ich ganz genau, dass andere Leute mir noch mehr Schmerzen verursachen werden. So, fuck, kill me now. Ja, sie haben ja so ein Business-Visum. Ja, ich brauche jetzt eine Visitenkarte. Ich so, hä? Was? In welchem Gesetz steht das? Das habe ich ja noch nie gehört. Nee, also so als seriöser International Businessman haben sie ja wohl eine Visitenkarte. Let me sing the song of my people. Ich habe keine Visitenkarten. Der Prozess ist bei uns so, man muss das bestellen irgendwie dann beim Office Management, und das Problem ist bei Visitenkarten, da steht so Telefonnummern drauf und so. Und das Schlimmste, was ich mir bei Leuten vorstellen kann, ist, dass sie bei mir anrufen. Und in dem Moment, wo sowas passiert, da gebe ich doch nicht irgendjemandem, hey, hier ist meine Visitenkarte, ruf mich doch mal an, das ist total entspannend für mich. Da stehe ich voll drauf, so, wenn ich überhaupt nicht damit rechnen kann, auf einmal rufst du mich an für irgendeine insignifikante Scheiße, wie, ich habe dir gerade einen Fax geschickt, hast du es schon gelesen? Nee, keine Visitenkarten, kein Telefon, also tatsächlich auch Telefon in der Arbeit ausgesteckt, nee, sorry, Helpdesk, leider kaputt, kann nichts machen. So. Naja, und er dann so, ja, das ist schwierig. Fun Fact, mein Arbeitgeber hat mit dem Kunden explizit verhandelt, dass ich da nicht alleine hinfliege, keine Ahnung warum. Also vielleicht haben sie es mir nicht zugetraut, da alleine hinzugehen, oder wollten mehr Geld verdienen oder so, whatever. Der Kollege, der mit mir mitgeflogen ist, hat durch puren Zufall einen ähnlichen Namen wie ich. Ich heiße mit Nachnamen Helms. Der Kollege, der da war, heißt mit Nachnamen Helm. So. Herr Kollege Helm hatte eine Visitenkarte. Der Inder überlegt sich so, guckt wahrscheinlich im Kopf so die Statuten, die er auswendig gelernt hat, und blickt so durch Flowchart-Diagramme, was tun. Business-Visum, Visitenkarte, ja. So, Möglichkeit, nein, gibt's nicht, weil jeder International Businessman hat ja eine. So. Und dann dachte er, ach, weißt du, es gibt jetzt da keinen Prozess, aber dein Bruder hat mir seine Visitenkarte schon gezeigt. So, bam, Stempel im Pass, so, weiter. Ja, und was soll ich dazu sagen? Also, das war's dann auch schon mit allem Zeug. So, vor Ort hatten wir überhaupt gar keine richtigen Probleme, also zumindest nicht, was IT-Kram angeht, aber weil wir noch ein bisschen Zeit haben, habe ich mal so Real OPSEC Problems, wenn man in Indien ist, zusammengesammelt. Ja, ich habe euch da zum Beispiel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mitgebracht. Das ist bestimmt alles total VDE-compliant. Das will ich auch hoffen. Denn bezahlt wurde es von... Hey, thanks Obama. So, ich erwähnte schon meine Paranoia. Und in Indien gibt es etwas, das heißt Monsun. Und als wir da waren, fing der gerade an. So, beste Zeit, dahin zu fliegen, vor allem als total angstfreier Mensch, so wie ich. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Land ist richtig, richtig... richtig trocken. Richtig trocken. Und da gibt's kein Wasser, gar nichts, außer in irgendwelchen Tanks oder so. Und auf einmal fängt das an zu regnen. Und ich meine, die haben jetzt halt auch einfach nicht so die allergeilste Infrastruktur, ne? Aber wenn es dann anfängt, nass zu werden, dann sollte man, wenn man auf der Straße ist, sich vielleicht nicht an metallischen Dingern festhalten. So. Wenn man da so durch die Stadt geht und es fängt an zu regnen, dann fällt als erstes mal Mobilfunk aus und überall fängt es dann an, so rumzuarken, so pfff. Und dann fällt der Strom aus. Und ich penne halt irgendwie so, hab irgendwie so meine zwei Bier getrunken. Auf einmal pff, und der Strom ist weg. Und ich denke so, oh fuck, sie sind gekommen, um mich zu holen. So. Und stellt sich raus, es kann lebensrettend sein, eine mechanische Tastatur dabei zu haben, denn sie war der Weg, wie ich es geschafft habe, mit meinen Hotelzimmermöbeln die Tür zu verrammeln. Also das da ist die Türklinke und darunter ist die Tastatur. Und no fucking way in hell wäre da einer durchgekommen, ich schwöre es euch. Ja, also mechanische Tastatur mitnehmen,
wenn ihr irgendwo hinfahrt, verweist auf diesen Talk so, rettet Leben. Andere Obstsec-Dinge so, in anderen Ländern hat man sehr eigene Verständnisse von Sicherheit. Zum Beispiel brauchte man in unserem Bürogebäude auch den Pass für den Notausgang. So. Und fürs Klo. Aber dafür hatten sie andere Sachen, so, wo man als Westler halt überhaupt nicht dran denkt. Das hier ist so ein Eingangsbereich und da sind diese Kartenleser und da ist eine Flasche Desinfektionsmittel. So. Und jeder Mensch, der da hingeht, routinemäßig desinfiziert sich die Hände. Jeder Mensch, bis auf mein Hotelzimmer-Nachbar, der hat das anscheinend vergessen. Und irgendwann kam dann der Room-Service-Boy und klopfte an und wollte ihm sein Essen bringen und ich hörte nur Handgemenge und dann ist der gute Mann leider explodiert. Also wenn ihr da seid, irgendwo im Ausland, passt auf, was ihr esst, so informiert euch vorher und nehmt irgendwie Medikamente mit, weil sowas ist echt einfach nur belastend. Dann hatten die so Probleme, wir hatten so ein Bürogebäude und das war in Immobilienmakler würden sagen, in einer interessanten Lage. Und die hatten tatsächlich das Problem, da war so ein Slum und die haben ihr Bürogebäude genau da reingebaut und haben dann Schilder aufgehängt, man sollte doch bitte nicht die Zigarettenkippen in den Slum reinwerfen, weil ansonsten würden die Leute böse und wenn die Leute böse werden, dann brennen irgendwie Autos. So. Was ich auch festgestellt habe, so unabhängig davon, VDE sind drei Buchstaben, die dort keinerlei Sinn ergeben. Live. Ja, gehst da irgendwie durch die Stadt. Live wire. What the fuck, ist das scheißegal. Pff, gib ihm in einer Gegenläufe, haben wir eh genug. So. Sorry, aber in China ist das genauso. Wenn die Leute so careless sind, dann scheint es ja einfach nicht so schlimm zu sein, wenn einer verschwindet. So. Aber zum Glück, ne, alles überhaupt gar kein Problem, dachte ich mir. Das hätte jetzt eigentlich weiter nach vorne gemusst, als wir im Flugzeug nach Indien saßen, so Zeit der Kannibalen, kein Thema. Ist ja ein friedliches Land. Wir reichen mir die Zeitung und auf der Zeitung vorne drauf steht erstmal so Zwiebelpreise explodieren und ich denke so, ach, Zwiebelpreise explodieren, weißt du, wenn die Zwiebeln 10% teurer sind, das ist super, super schade ökonomisch, aber mich persönlich, ich werde keine Zwiebeln kaufen, wenn ich dort bin. Aber dann so klein rechts neben dem Riesenartikel über die Zwiebelpreise. China ist in Indien einmarschiert mit 250 Soldaten. Und ich so, YOLO. Geil, Krieg. Wo ist denn hier der Ausgang? Und in dem Artikel steht aber mehr oder weniger drin, so, die waren nur zum Spaß da. Und tatsächlich hat sich dann auch rausgestellt, dass sie tatsächlich so eine Tradition haben. Die marschieren da irgendwie regelmäßig ein und sagen so, hey, wir sind die Geilsten. Schön, so, wir pinkeln jetzt auf eure Fahne und dann gehen wir wieder zurück in ein paar Wochen oder so. Und das passiert irgendwie ab und zu mal. Ne? Da braucht man keine Angst zu haben, ist normal. Und dann habe ich noch festgestellt, natürlich, ne, so alle Kreditkarten, die man so hat, funktionieren da nicht. Ich bin irgendwie mit ein paar tausend Euro in der Unterhose da hingeflogen und habe dann irgendwie so einen 50-Euro-Schein so einem Schwarz-Wechsler hingelegt, weil für richtig wechseln musst du irgendwie dein Visum dabei haben und einen Antrag und drei Stempel und fünf Visitenkarten und das wollte ich nicht. Und dann habe ich festgestellt, die deutschen Portemonnaies sind überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, dieses Geld zu handeln. Und auf einmal hatte ich so ein dickes Portemonnaie für 50 Euro und das war belastend. Und was noch viel schlimmer war, war alles andere. Kennt ihr Final Destination? So, sind ja die ganze Zeit mit diesen Rikschas durch die Gegend gefahren und dann fährst du irgendwie an so einem LKW vorbei und der sieht dann irgendwie so aus und dann denkst du dir so, ja, war schön mit euch. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, YOLO, was soll's, zurück komme ich sowieso, ob lebendig oder nicht und habe dann irgendwie in einem klaren Moment einen Rikscha-Fahrer gefragt, so hey, das sieht richtig lustig aus, was du da tust. Ich mache dir einen Deal, ich bezahle dir das Vierfache von dem, was auf dem Taxameter steht, wenn du mich fahren lässt. So. Und er so, wo ist denn der Haken? Ich so, ja, ich habe keinen Führerschein. Er so, ich auch nicht.
ist richtig gut. Aber vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko. Auf der anderen Seite, dann haben wir uns irgendwann vom Hotel einen Fahrer geholt, der ist irgendwie mit uns da so eine bergige Straße rauf und runter gefahren. So links ging es irgendwie ein paar hundert Meter runter und das war nicht viel schmaler als unser Auto und der war auch nicht so vor Kurven bremsen, sondern hupen, weil ist ja scheißegal, wenn du stirbst, wirst du eh wiedergeboren. Weißt du? Super geile Einstellung. In der Jugendkultur nennt man das heute YOLO. Auch wenn es ein bisschen widersprüchlich ist, aber letzten Endes, ne, so die Hindus sind die richtigen YOLOs. Und unser Guy, erfahrener Fahrer vom Hotel vermittelt, holt uns morgens ab und wir kommen da hin und sind so ein bisschen komisch, ne, weil da steht irgendwie so ein Hemd. Also so keine Ahnung, wiegt nix. Vielleicht 22. Meinst du, ja, macht euch keine Sorgen, ich habe 10 Jahre Fahrpraxis. Und ich so, wie alt bist du denn? Und er so, 20. Und fuhr dann die ganze Zeit über diese Straßen und flocht sich die ganze Zeit seinen Bart. Richtig belastend. Und diese Fahrt war sowieso ein richtiger Höllentrip, weil ne, so indische Autobahn, muss man sich halt vorstellen, so wie indischer Straßenverkehr, alles total voll und chaotisch. Nur noch viel schlimmer. Dann gibt es da eine Mautstation und da ist ein fetter Stau vor und er so, Zeit ist Geld, ich habe keinen Bock hier anzustehen und schwenkt halt auf die Gegenfahrbahn. Ja, und der Mautstellenmensch so, like I give a fuck, kommt aus seiner Bude raus, geht halt da rum, so, geht zum anderen Fenster, so, kassiert den Abzug. No questions asked, kein Problem. Ne? Und also tatsächlich, hier, das ist so eine Autobahn, es gibt Zebrastreifen, so kein Witz auf der Autobahn. Und das da ist ein Schwarzfahrer und das ist keine Ausnahme, also Autobahn. Ja, Sicherheitsrisiko, also wenn ihr Leute da hinschickt, so, es ist nicht das Problem, dass irgendwie der Cyberwar die Leute da hinrafft, sondern die Lebensumstände in diesen Ländern, die sind so scheiße, daran werden die Leute sterben, also versichert sie mal irgendwie gut so. Ja, das ist übrigens so öffentlicher Nahverkehr, ne? Keine Türen, keine Bremsen und so. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, so fuck, dann fahre ich halt nicht mit dem Taxi, sondern mit dem Bus, ey, das ist ein Bus. Zumindest ein Teil davon, da möchtest du auch nicht rein, so. Okay, was habe ich gelernt? Visitenkarten mitnehmen, so Nachtflüge nutzen, damit die Grenzer irgendwie noch am Pennen sind. Wenn die Regierung euch wirklich will, könnt ihr die Krypto haben, wie ihr wollt, so im Zweifelsfall holen die einfach einen Stock und fangen an, auf euch zu schlagen. Und wenn ihr sagt, nee, pff, keine Ahnung, ich gebe das Passwort nicht, so, dann gibt es immer einen größeren Stock. Und was ich auch gelernt habe, ist, habe mehrere VPN-Provider, weil in Indien ist das halt auch so, die haben so Zensurinfrastruktur und je nachdem, wie irgendwie gerade das Barometer war, war dann alles geblockt oder weniger. Und dann wurde einmal immer als Apologismus gesagt, so, ja, diese Seite wurde vom ehrenwerten Gericht blockiert, aber nicht von welchem oder so. Also habt mehrere VPN-Provider, tunnelt euch da raus, so, das ist nicht so schlimm wie in China, aber trotzdem irgendwie prinzipiell belastend. Checkt, bevor ihr da hingeht, in irgendein Ausland, checkt, was ihr machen dürft an Krypto, holt euch irgendwie einen Anwalt, geht zu der Botschaft, scheißegal. Und verlasst euch in Gottes Namen nicht darauf, dass ihr dort vor Ort irgendwie Internet habt, was funktioniert, weil, nee. Also wenn jemand das Internet zumachen wollt, so, ja, passt auf, was ihr esst, fliegt am besten nicht alleine und habt irgendwie Fallback-Strategie. Und wenn ihr jetzt sagt, so, boah, geil, das, was der da erzählt hat, das finde ich total erstrebenswert. Ich wollte schon immer ins Ausland, in so entwickelte Länder, dann beachtet, ja, lest euch vorher die Visumsgesetze durch. So, dann werden die euch sagen, die Kunden, wo ihr hingeht, so, natürlich kannst du mit deinem Business-Visum arbeiten, Sternchen, wenn du erwischt wirst, landest ja nur du im Knast, ist mir egal. So, Steuergesetze, das kann teilweise sehr attraktiv sein, wenn du so mehr als die Hälfte deiner Zeit irgendwie in Indien arbeitest, dann wird das indische Steuerrecht irgendwie angewendet und das indische Steuerrecht ist mehr oder weniger so YOLO. Irgendwie 1 oder 2% der Inder füllen überhaupt eine Steuererklärung aus und der Höchststeuersatz ist irgendwie 15 oder 20%, also das kann sich lohnen. Was sich auf jeden Fall nicht lohnt, ist eine Auslandskrankenversicherung in Deutschland abzuschließen, nämlich das ist eine private Krankenversicherung, die immer wieder befristet ist und ihr geht dann halt ins Ausland und werdet irgendwie krank, dann habt ihr irgendwie eine Grippe oder habt irgendwie einen Beinbruch oder irgendwas Schwereres. Dann sagt die Krankenversicherung, ja klar, kein Problem, du hast deine Krankenversicherung und bezahlt. Und am Ende des Jahres schreibt die Krankenversicherung so, ja, deine Krankenversicherung läuft ja aus. So, lass uns mal reden über die Verlängerung deiner Krankenversicherung. Und wenn du dann
sagst du, ja klar, verlängere ich, dann solltest du ganz genau das Kleingedruckte lesen von dem, was du da bekommst. Denn da steht dann drin so, ausgenommen sind folgende Krankheiten, weil sie ja vorher schon mal da waren. So Grippe, Armbruch. So, also wer ernsthaft plant, krank zu werden, sollte das nicht mit einer privaten Auslandskrankenversicherung tun. So, wenn euch irgendjemand sagt, ihr könnt euch in Deutschland versichern, habt dann da voll die luxuriöse... Nein, der lügt euch an. Totaler Quatsch. Informiert euch, ne? Hier so Kryptogesetze, Hackerparagraphen, Freak Laws, was weiß ich, darfst irgendwie irgendwelche Dinge nicht tun, wovon du nicht ausgehst, und auf einmal klaust du irgendwie einen Pinguin aus dem Zoo, und dann bist du irgendwie lebenslang im Knast, weil das irgendwie das Nationalheiligtum ist. So, das sollte man vermeiden. Also es gibt da sehr interessante Sachen. Also wer in Thailand eine Sprayer-Karriere plant zum Beispiel, der sollte vorher ganz genau das Gesetzbuch lesen. Holt euch Hilfe. Es gibt tatsächlich Berater, die kosten zwar richtig Geld, aber im Zweifelsfall retten die euren Arsch. Fragt eventuell bei den Botschaften, fragt bei den deutschen Botschaften, lest so Expert-Foren, da gibt es halt haufenweise Informationsquellen. Und am allerbesten geht ihr nicht alleine, also am besten geht ihr eigentlich überhaupt nicht. So, ja. Und ihr habt immer einen Plan B, so habt einfach irgendwie so wie im schlechten Film einen Stash an Cash. Wobei in Indien hat das gezeigt, das hat gar nichts gebracht, da hat die Regierung so gesagt, alle Scheine über 500 Rupien sind ab heute wertlos, weil YOLO. Und wir wissen gar nicht, wie ihr die neuen Scheine bekommen sollt. Ah, dann habt ihr halt kein Geld. Ich meine, was soll's dann? Esst halt Dreck oder so. Speichert euch die Nummer der deutschen Botschaft ein. Informiert euch über die lokale Bestechungskultur. Also, ja, nee, tatsächlich. Also, es ist total wichtig zu wissen, wenn ihr in irgendeinem Land seid, wie ihr Leute bestechen könnt. So, in dem Moment, wo ihr da hingeht und er erwartet irgendwie, keine Ahnung, Betrag X, und ihr bestecht ihn mit Betrag 10X, dann wird er erst recht hellhörig. Das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Lasst eine Lösegeldversicherung abschließen. Das ist nicht so einfach. Einige Lösegeldversicherungen haben nämlich explizit in den Klauseln drinstehen, dass die versicherte Person nicht wissen darf, dass diese Versicherung besteht. Das sind total interessante Dinge. Eigentlich total offensichtlich, aber gebt niemals euren Pass aus der Hand. Macht das nie. So, gerade in den Golfstaaten nicht, da ist das total legitim. So, fängst da Job an, die nehmen dir deinen Pass und du kriegst dann irgendwie nach 2 Jahren zurück und vorher verlässt das Land einfach nicht. Außer du bist ein Verbrecher, dann hast du irgendwie so die 24, 48, 30 Regel oder so. Das heißt, 24 Stunden nach dem Verbrechen hast du Zeit, mit 30 Kilo Gepäck das Land zu verlassen, oder du landest irgendwie 100.000 Jahre im Knast oder so. Beantragt mehrere Pässe, so. Begründung kann man halt irgendwie fingieren. So, am besten ist, ich reise irgendwie im Mittleren Osten, aber im Zweifelsfall sagt einfach, ich gehe in irgendein Shitland und habe Bedenken, dass sie mir den Pass abnehmen, und ich brauche halt Redundanz, sonst komme ich da nie wieder zurück. Ja, ich habe jetzt noch 2 Minuten und die nächste Folie ist Fragen. Habt ihr Fragen? Jo. Scheiße, jetzt brauchst du ein Mikro, ne? Ich höre gar nichts. Hallo? Ja. Jo. Wie hast du das Instant aus bei deinem Laptop gemacht? Das war in dem Fall kein Feature, sondern ein Bug in der CPU. Also das ist wirklich nicht so einfach, aber guckt tatsächlich in die Datenblätter von den CPUs, wo die Known Bugs drin sind. Teilweise kannst du die Dinger halt sofort zum Freezen bringen und dann macht er auch gar nichts mehr. Geht er aus und fertig. Keine Fragen mehr? Da hinten? Abseits von den ganzen... Okay. Abseits von den ganzen paranoiden Situationen, die du dir ausgedacht hattest, war deine Reise nach Indien denn doch ganz okay? Super. Also nicht so super, dass jemand bleibt doch noch ein Jahr hier, aber...
Ja. Ja, wenn ansonsten, also da, bitte. Yes, mehr ein Kommentar als eine Frage. Und zwar für einen zweiten Pass muss man wirklich nur irgendeine Begründung haben, dass man halt in ein Land und ein anderes Land geht, also plant zu gehen und die sich nicht mögen. Also wenn man zum Beispiel in Indien war, sagt man, man möchte jetzt gerne nach Pakistan reisen, dann kriegt man also sofort einen zweiten Pass. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten möchte ich nur noch hinzufügen, dass irgendwie, ich weiß ja nicht, ich habe jetzt jahrelang in Indien gelebt und auch in anderen Entwicklungsländern, macht man nicht so einen Stress. Also Auslandskrankenversicherung kostet 30 Euro, wenn man nicht arbeitet. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man im Kontext irgendwie angestellt und so. Ansonsten, da wir alle irgendwie auf Informationen von Korea gehofft haben, ein indischer Freund von mir war neulich in Nordkorea und hat sich auch mega den Stress gemacht. Es funktioniert alles, also VPN-Tor und so, die ganze Latte, was wir so üblicherweise verwenden, kann man einfach benutzen. Er hat sich dann so eine Routine ausgedacht, dass er irgendwie jeden Tag eine E-Mail an seinen Bruder schickt und dann eben, wenn diese E-Mail nicht mehr kommt, irgendein Prozess startet. Der ist dann mehrmals hingegangen, der hat da unterrichtet in Pyongyang und hat sich diesen Stress also auch nur einmal gemacht. Ansonsten gilt, natürlich sind Straßenverkehr und Verkabelung in sehr, sehr vielen Teilen dieser Welt etwas anders als bei uns in der Schweiz oder in Österreich oder den Niederlanden. Aber das funktioniert alles und ich muss sagen, ich habe weniger Unfälle gesehen in Indien als in Deutschland. Dann noch kurz die Einladung nach Indien. Hillhacks.in und Hackbeach.in sind beides zwei Hackercamps, einmal in den Bergen, einmal am Meer. Da kann man sich das dann auch einfach selber anschauen. Ja, das war's dann. Vielen Dank, dass ihr hier wart.